Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir zusammen eine Runde Higher Lower. Ich habe dieses Format heute bei Montana Black 88 entdeckt. Bei ihm ist es leider heute nicht so gut gelaufen. Deshalb möchte ich ihm zeigen, dass man auch bei diesem Spiel eine lange und große Streak aufbauen kann. Natürlich ist dieses Video mit etwas Ironie zu betrachten. Ich möchte ihn hiermit mit diesem Video herausfordern und motivieren, damit er versucht, vielleicht sogar mich zu übertreffen. Jetzt aber lange genug gesprochen, gehen wir rein in das Spiel und starten. Los geht's! Andre the Giant, ein ehemaliger Wrestling-Star versus Chihuahua. Ich sage jetzt einfach mal mehr Chihuahua. Jim Thorpe. Keine Ahnung, wer das war. Weniger. Tangshan Earthquake. Ja. Ach, ich sag weniger. Jawohl. Toy Story, der Film ist sicherlich mehr. Game of Thrones, sage ich jetzt auch mal mehr. Marokko, weniger. Israel, ja, ist ganz schwierig. Israel wird sicherlich oft gegoogelt. Vor allem auch im Zusammenhang mit den Anschlägen und Kriegen und so. Deshalb sage ich jetzt mal higher. Breastfeeding, Stillen, ach, weniger. Burberry, die Marke mit dem bekannten Muster Burberry, sage ich jetzt einfach mal mehr, 1,8. Nanny. Nanny, Nanny, ja, denke ich weniger eigentlich. Boston Red Sox, der Baseball Club, sicher mehr. Apple Watch, das ist jetzt schwierig, denn die Apple Watch war sicher ein viel diskutiertes Gadget und sicher auch viel gegoogelt, aber in der letzten Zeit etwas abgegeben. Doch trotzdem ist Apple noch eine Weltmarke. Schwierig, schwierig. Ich sage einfach mal higher. Die Hard. Die Hard ist ein Film. Übrigens, ja, ein ganz solider Film. Sicher weniger, denke ich. Madden 2016. Jetzt wird es schwierig. Madden 2016 von EA Sports. Ja, ein Footballspiel, das offizielle Footballspiel. Für den PC-Konsole, für alle Konsolen. Madden 16. Ich sage jetzt einfach weniger, denn ist ja schon lange her, Madden 16. Sausage Party. Scheint ein Film zu sein, kenne ich nicht. Oder eine Serie oder so. Ich sage jetzt einfach mal mehr. Wir sind auf einer 15er Streak unterwegs. Mal schauen, was noch geht. The Wizards of Oz. Keine Ahnung, was das ist. Sage einfach weniger. Dankeschön. Puh, Queen Victoria. Schwierig, schwierig. Ich sage mehr. Jawohl! The Glass Castle scheint auch ein Film zu sein oder so. Kenne ich persönlich nicht. Es scheint auch ein älterer Film zu sein. Deshalb bin ich gerade etwas unschlüssig. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal weniger. Jawohl! Oakland Raiders, ein NFL-Team. Ist sicherlich mehr als 40.000. The Catcher in the Rye. Keine Ahnung, was das ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich sage einfach jetzt mal lower. Yes. So, wir haben die 20er Streak voll, aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Bayern München, ein Fußballclub, wird sicherlich mehr gegoogelt. Death, der Tod, das ist jetzt noch schwierig. 1,2 Millionen Bayern München versus der Tod.
Ja, aber ich denke jetzt weniger. Jawohl. Und Manchester United, wieder ein Fußballclub, auch mit eigenem TV-Sender und so. Eine Riesenmarke, deshalb würde ich sagen mehr. Boah, 13,6 Millionen. American History X ist ein Film. Auch ein sehr guter Film, tragischer Film. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, ja, kann ich ihn nur wärmstens empfehlen. Aber 13,6 Millionen nie im Leben. 246. Kraft. Kraft scheint irgend so eine Marke zu sein. Sieht so aus irgendwie für Lebensmittel. Keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. Ist wirklich, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich wirklich, ich habe keine Ahnung. Ein reines Raten, ich sage einfach weniger. Boah, Glück gehabt. IKEA. Wer kennt die IKEA nicht? Das schwedische Möbelhaus. Mit den lustigen Anleitungen dazu, für die Möbel aufzubauen. Wo garantiert auch kein Mensch diese Pläne versteht. Das ist doch, würde ich sagen, doch mehr. Boah, 37 Millionen hätte ich nie gedacht. Ed Sheeran, der Musiker, immer wieder in den Charts anzutreffen. Ja, sicherlich wird das oft gegoogelt, doch ich denke nicht 37 Millionen Mal, das denke ich nicht. Deshalb lower. Ah, doch 1,5. Ja. Tax Avoidance, Steuern, irgendwie so etwas. Wir sind aktuell auf einer 27er Streak. Sehr starke Leistung. Ed Sheeran, Tax Avoidance. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal weniger, obwohl sich eigentlich jeder Mensch über die Steuern aufregt. Ich sage einfach weniger. Doch so wenig. The Flintstones oder auf Deutsch die Feuersteins, eine Zeichentrickserie von früher, sage ich jetzt mal, war sehr erfolgreich. Deshalb sage ich einfach mal mehr. Massive Surveillance, keine Ahnung, totale Überwachung, 90.000 für die Flintstones. Schwierig. Die 30 würde ich schon noch gerne voll machen. Ich sage jetzt einfach mal mehr. Ja. Klar gescheitert. Wir scheitern bei 29. Ach, shit, das hätte ich wissen sollen, dass das weniger ist. Deshalb im Moment überwiegt noch gerade die Enttäuschung. Dass ich es nicht gewusst habe, aber 29 ist doch eine relativ solide und lange Streak. Das sollte auf jeden Fall dich, Monte, herausfordern, damit du mich auch wirklich überbieten kannst. Es würde mich freuen, wenn du dich diese Challenge stellen würdest. Und an euch, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert meinen Channel, damit ihr in Zukunft auch kein Video mehr verpasst. Es würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, schönen Tag und tschüss.